Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, am Dienstag um 19.30 Uhr gibt es den nächsten Stream hier auf meinem Kanal. Wir öffnen die nächsten Rivalries Packs, die ersten Bundesliga Packs im Stream werden wir öffnen. Wir werden 1 gegen 1 Teams bewerten, etc. machen, Freunde. Also ihr wisst, seid gerne mit am Start am Dienstag um 19.30 Uhr. 30, genau. Freunde, heute ist endlich der Tag. Ich werde mir heute endlich Jadon Sancho abholen. Es hat ein bisschen jetzt noch gedauert. Ich muss noch mal ein paar Tickets ausgeben. Ich glaube, mit Musiala weiß ich nicht, ob das so ganz hinhauen wird. Also kommt drauf an, wie viele Tickets ich noch so bekommen werde. Aber ja, ich werde mir Sancho holen, Freunde. Rodrigo wird damit ja rauskommen. Ich muss an der Stelle sagen, Rodrigo wirklich richtig geiler RF gewesen. RV meine ich. RF ist richtig lol. Er ist mit einer der underratedsten, würde ich sogar sagen, weil er einfach, ja, er hat zwar nur 94, glaube ich, aber diese Stats sind einfach nur wirklich geil und mit 5 Sternen und Weak Foot ist er auf jeden Fall sehr gut spielbar, Freunde. Also falls ihr noch so ein Anfänger-Team habt, in Anführungszeichen, also falls ihr einen RF braucht, holt euch Rodrigo. Jetzt für mich, also für 119er, 120er eher nicht, aber so für 110er oder 108er so um den Dreh ist der auf jeden Fall eine richtig gute Option für den rechten Flügel. Weil der ist halt wirklich, wie gesagt, die Stats sind super, sein Schuss ist auch super. Ich will ihn halt nur gerne jetzt austauschen, weil er schon ziemlich lange in meinem Team ist. Er ist, glaube ich, sogar der älteste Spieler jetzt in meinem Team, also der am längsten drin steht. Und da wird es einfach mal Zeit für einen neuen und Sancho bietet sich einfach perfekt an und Sancho hat ja eigentlich so die ähnlichen Werte, halt nur besser. Von daher, ja, werde ich mir Sancho holen. Ich weiß gar nicht, wie viel ist eigentlich ein Sancho. Übrigens, Freunde, das will ich nur kurz zeigen, Arnold sinkt immer mehr und mehr. Jetzt gibt es aktuell keinen, aber ich werde mir auf jeden Fall Arnold holen, das steht fest. Das wird der nächste sein. Erstmal gucken, Sancho, wie viel ist der noch wert? Der wäre 20, 22 Millionen, okay. Ja, für 20 Millionen könnte man den verkaufen. Werde ich aber nicht machen, weil, wie gesagt, ich möchte ihn natürlich spielen, Freunde. Genau, also, wie gesagt, ich habe jetzt hier nochmal ein paar Tickets ausgegeben. Ich habe jetzt noch 1000. Da kommen dann nochmal ein paar hinzu, aber ich weiß nicht, ob das für Musiala reichen wird, weil ich muss safe für Musiala Tickets ausgeben. Ja, vielleicht hole ich Bundesliga auch keinen Spieler und spare dann auf die nächste Liga. Ja, weil ich werde ja nicht Musiala spielen, sondern ich werde halt einen Gravenberg spielen. Genau, deswegen, ja, wäre es jetzt nicht so dramatisch. Klar, man könnte Musiala auch noch so für 20 Millionen dann verkaufen. Ist natürlich auch noch ganz geil, aber ja, ich will jetzt auch nichts reinpayen oder so, also noch mehr. Wie gesagt, die Pässe hole ich mir, aber mehr auch nicht. Genau, und ja, ich habe jetzt 20.000 Punkte, perfekt. Ich könnte mir auch einen Pickford holen, werde ich aber nicht machen wollen. Ich werde mir einen Jadon Sancho holen. Wir kriegen 75 Gipfelpunkte. Das sind sogar, das sind nicht meine ersten. Okay, ich hatte schon mal irgendwo... Woher hatte ich die? Ich weiß gar nicht mehr. Oh gut, ist ganz okay. Dann kriegen wir hier die nächsten Gipfelpunkte. Und ich würde sagen, Freunde, wir holen uns jetzt Jadon Sancho ab, Freunde. Let's go. Ich habe richtig Bock. Jadon Sancho Pancho ist am Start. Ich habe jetzt einfach einen Manchester United Sturm. Rashford, Ronaldo und Sancho. Sehr, sehr nice hier. Let's go. Englands, RF und Manchester United. Es ist Jadon Sancho. Boom, Freunde. Sehr, sehr geil. 98er Jadon Sancho ist da. Wie ist es eigentlich mit dem Gipfeltransfer nochmal? Ach du Gott, 850. Boah, ich glaube, das wird bei mir nichts. Also habe ich jetzt so das Gefühl. Naja, egal. So, erstmal natürlich die Ränge transferieren. Wie viel bekommt Sancho? Ich glaube, 103, oder? Es müsste 103 sein. Wenn ich jetzt mich nicht richtig irre. Jawohl, 103, genau. Hatte ich ja so gesagt. Sehr, sehr nice. 103er Jadon Sancho. Oh. Puh, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und ja, Rodrigo ist jetzt auf seine 94, wie ich ihn damals mir auch gekauft habe. Aber jetzt kommt erstmal ein 103er Jadon Sancho rein. Let's go. Ich habe sogar... Und wir haben die 120, Freunde. Let's go. Alter, wir haben die 120. Das ist doch mal richtig geil. Skillboost können wir hier auch nochmal upgraden von ihm. Mache ich natürlich auch noch. Und wir haben einfach jetzt die 120, Freunde. Endlich. Boah, richtig geil. 120 ist am Start. Darüber freue ich mich richtig. Hier kommt, wie gesagt, Utoz noch Arnold hin. Und hier kommt Roberto Carlos. Hier kommt Gravenberg.
Und dann ist das Team schon mal richtig nice. Ah, das sieht schon mal sehr nice aus. Also, Freunde, let's go. Richtig nice hier. Richtig, richtig nice. So, der geht noch raus. Und ich habe ihn noch in meinem anderen Team. Ich werde Sancho dann nochmal gleich privat testen. Mal gucken, wie er sich so spielt. Aber der wird es bestimmt einfach nur bombenmäßig spielen. Kann ich mir so vorstellen. Genau, 143 Tempo auch. Boah. Also, das ist wirklich kein verkehrter Spieler hier. So, zack. Hier ist er, Rodrigo. Geht er sogar raus? Er geht raus für 4,7 Millionen. Nehme ich gerne mit. Dann haben wir wieder roundabout 30. Ja, wie gesagt, vielleicht sinkt Arnold noch ein bisschen. Aber vielleicht bleibt er auch bei dem Preis. Wird sich dann sehen. Ich möchte ihn halt auf jeden Fall holen. Und wir kriegen jetzt 4,2. Somit haben wir 31,5. Ich habe halt hier noch so ein paar Spieler rumliegen, die ich noch verkaufen kann. Aber gut, da muss ich ja erstmal warten, bis da Kaufmenge kommt. Vielleicht sinken die noch so auf 2, 3 Millionen. Gut, nehme ich am Ende noch mit für den Arnold, Freunde, weil Arnold wird noch reinkommen. Das wird auch nochmal eine richtig geile Verstärkung, Freunde. Und ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein, Freunde. Das ist jetzt mein Team. Ich bin sehr, sehr zufrieden, vor allem mit dem Sturm vorne. Manchester United Sturm einfach. Auch wenn es jetzt nicht so ein Real Life ist, finde ich sehr schade, dass Ronaldo auf der Bank sitzt. Aber ja, gut, ist halt so, ne? Aber auf jeden Fall jetzt hier Sancho. Wir können noch kurz die Stats angucken. Ja, die sind natürlich. Oh, die sind natürlich nochmal vom anderen Level wie von Rodrigo. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.